Die heutige Präsentation ist überschrieben: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Diese Aussage finden wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 31. Denkt daran, der Gott, von dem es hier spricht, hat das letzte Wort. Er hat die Kontrolle. Er ist derjenige, der das Sagen hat, und er legt die Regeln für das gesamte Universum fest. Er ist nicht zu übertreffen. Wenn wir über Gott sprechen, müssen wir wissen, welchen Gott wir meinen, da es viele falsche Götter gibt, an die die Menschen glauben und die sie anrufen. Wir müssen klarstellen, denn die Muslime rufen einen Gott an, Buddhisten rufen einen Gott an, jede heidnische Religion beten zu einem Gott. Das Christentum und das Judentum verehren einen Gott. Aus diesem Grund will ich klarstellen, über welchen Gott ich in dieser Präsentation spreche. Es ist wichtig zu wissen, was bestimmte Wörter bedeuten. Hier habe ich einen Auszug aus dem Buch Come Out of Her, My People von C. J. Koster. Er schreibt: In Jesaja 65,11 ist uns eine Prophezeiung für die Endzeit gegeben, mit der der Allmächtige vor dem Abfall seines Volkes warnt. Aber ihr, die ihr Jahwe verlasset und meines heiligen Berges vergesset, und richtet dem Gad einen Tisch und schenkt vom Trankopfer voll ein, der Meni. Alle Kommentatoren sind sich einig, dass Gad eine heidnische Gottheit ist, ebenso wie Meni. Gad wird gewöhnlich als die bekannte syrische oder kanaanitische Gottheit des Glücks oder des Glückfalls und Meni als die Gottheit des Schicksals interpretiert. Wir stellen die Frage: Wie und wann wurde dieser Titel oder Name in unsere modernen Sprachen übernommen? Die Enzyklopädie Britannica, 11. Ausgabe, sagt: Gott, das gängige germanische Wort für ein persönliches Objekt religiöser Verehrung, wird auf alle übermenschlichen Wesen der heidnischen Mythologien angewendet. Das Wort Gott nach der Konvertierung der germanischen Völker zum Christentum wurde als Name des einen höchsten Wesen angenommen. Lasst uns noch weitere Antworten sehen, anschauen. In Websters Lexikon des 20. Jahrhunderts, ungekürzt, erste Aufgabe, sagt: Das Wort ist in den urgermanischen Sprachen üblich. Es wurde auf heidnische Gottheiten angewendet und später, als die germanischen Völker zum Christentum konvertierten, wurde das Wort verchristlicht. James Hastings, Encyclopädie der Religionen Ethik, Band 6, Seite 302 lautet: Nach der Bekehrung der Germanen zum Christentum wurde das Wort auch auf die christliche Gottheit angewendet. Seine Etymologie und die ursprüngliche Bedeutung sind undeutlich und wurden vielfach diskutiert. Auch dies habe ich von dem Buch Come Out of Her, My People entnommen. Aus diesem Grund versuche ich, so weit wie möglich das Wort Gott nicht zu verwenden. Stattdessen verwende ich das hebräische Wort Elohim. Hier ist etwas von von der Webseite gotquestions.org. Sie sagen: Die Grundbedeutung hinter dem Namen Elohim ist Stärke und Wirkungskraft. Elohim ist der unendliche Allmächtige, der durch seine Werke zeigt, dass er der Schöpfer, Erhalter und oberste Richter der Welt ist. Lass der gottlosen Bosheit ein Ende werden und fördere die Gerechten, denn du prüfst
Herzen und Nieren. Ich beziehe mich auf den Elohim Abrahams, Isaak und Jakobs, dessen Name laut 2. Mose 3,15 durch die vier hebräischen Buchstaben Yod, He, Vav, He bekannt ist. Einige Leute sprechen die vier hebräischen Buchstaben als Yahweh aus, wie ich es mache, einige als Jehovah und andere als Yahuwah. Manche streiten sich über die richtige Aussprache dieses hebräischen Wortes. Eines ist jedoch sicher, dass sein Name nicht Herr ist, das ist ein Titel, der für irgendeinen Götzen verwendet wird. Christen behaupten aus diesem Grund, wenn sie sich auf Jahwe beziehen, schreiben sie Herr in Großbuchstaben. Das Oxford-Lexikon der Weltmythologie gibt an, dass die wörtliche Bedeutung von Herr Baal oder manchmal ausgesprochen als Baal ist, was Meister oder Herr bedeutet und für verschiedene Götter verwendet wird. Die Heilige Schrift ist sehr deutlich, dass es nur einen Elohim gibt, den Schöpfer und Lebensspender. Mose sagte den Kindern Israel in 5. Mose 4, 35 und 39, Du hast gesehen, auf dass du wissest, dass Jahwe allein Elohim ist. So sollst du nun heutiges Tages wissen und zu Herzen nehmen, dass Jahwe oben im Himmel und unten auf Erden und keiner mehr. In Johannes 17,3 haben wir die Worte von Jeschua. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Elohim bist und den du gesandt hast, Jeschua HaMashiach, erkennen. Meine Freunde, es gibt keinen anderen. Wir müssen diese Tatsache in unseren Köpfen festhalten. In diesem Vers geht es um den Vater und um den Sohn. Laut Matthäus 28,18 übergab der Vater seinem Sohn Jeschua alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In Matthäus 11,27 bezeugte Jeschua, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. In Johannes 3,35 heißt es, der Vater hat den Sohn lieb, und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Jeschua oder Yahusha, mit folgenden fünf hebräischen Buchstaben geschrieben. Yod, He, Waf, Shin, Ayin. Philipper 2, die Verse 5 bis 11, da heißt es, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jeschua HaMashiach auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Elohim gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz oder am Pfahl. Darum hat ihn auch Elohim erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jeschua sich beugen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jeschua, HaMashiach, der Herr sei, zur Ehre Elohim, des Vaters. Laut Johannes 1,29 und 36 ist Jeschua das Lamm von Elohim, das die Sünden der Welt wegnimmt. Er hat sein Leben für jeden gegeben, der ihn als Erlöser für die Vergebung seiner Sünden angenommen und Buße getan hat und von nun an aus Dankbarkeit sich seinen Geboten, Gesetzen
Unordnungen unterstellt. Was viele Menschen vergessen, ist, dass Jeschua auch der Löwe vom Stamme Judas ist, laut 1. Mose 48, 8-9. Das bedeutet, er ist der Richter, er ist das Aleph und das Taf, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, laut Offenbarung 1,8. Obwohl Jeschua das Lamm ist, das für uns geopfert wurde, kommt die Zeit, in der er, ein brüllender Löwe, für alle sein wird, die sich weigerten, seiner Einladung zu folgen. Das endgültige Urteil wird alle diejenigen treffen, die das ihnen angebotene Heil verwarfen. Und das sollten wir uns gut überlegen und auf keinen Fall tun. Ungefähr 1600 Jahre nach der Schöpfung berichtet uns die Heilige Schrift in 1. Mose 6,6, da reute es ihn, Jahweh, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Warum tat es ihm leid, dass er die Menschen geschaffen hatte? Weil der Mensch sich selbst so verdorben hatte, dass es nur noch ein Mittel gab, nämlich die vollständige Vernichtung aller Lebewesen. Wenn es heißt, dass Yahweh in seinem Herzen bekümmert war, bedeutet das in Hebräisch, dass ihm das Atmen schwer fiel. Er war sehr enttäuscht, traurig und zutiefst bedrückt wegen der Rebellion und Bosheit der Menschen, die er geschaffen hatte. Obwohl Yahweh am Anfang seine Schöpfung betrachtete und sie sehr gut nannte, war er jetzt überaus betrübt über das, was er sah, denn obwohl der Mensch einst ohne Sünde war, war er jetzt moralisch tief gesunken. Elohim sah, dass die Bosheit des Menschen jeden Zentimeter der Gesellschaft durchdrungen hatte. Es gab einfach keine Grenzen für das böse Verhalten des Menschen. Dann lesen wir im nächsten Vers, er sprach, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Es kam der Zeitpunkt, wo das einzige Heilmittel die völlige Vernichtung und die Notwendigkeit eines Neubeginns war. Das ist das Resultat, wenn man dem Satan die Kontrolle über Gedanken und Handlungen überlässt. Yahweh sagte zu Adam und Eva im Garten, an dem Tag, an dem du von den Früchten isst, wirst du sterben. Beide aßen von der verbotenen Frucht und Adam lebte danach noch 930 Jahre. Welch erstaunliche Geduld mit den Sündern. Elohim sagte, ich will die Welt mit einer Flut vernichten. Doch bevor die Vernichtung eintrat, warnte er die Welt durch Noah und rief die Menschen 120 Jahre lang zur Umkehr auf. Petrus in 1. Petrus 3,20 beschreibt dies als die Geduld Elohim. Sogar der Psalmist stellt in den höchsten Augenblicken nachdenklicher Anbetung die Frage, warum Yahweh nicht gegen diejenigen vorgeht, die ihn verletzen. Hier ist 2. Petrus 3, Vers 9. Yahweh verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Nur Noah fand Gnade, weil er in seiner Generation, laut 1. Mose 8, als gerecht befunden wurde. Nochmals 1. Mose 6,9. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel
und führte ein göttliches Leben zu seinen Zeiten. Nun die Frage, was bedeutet das, ein gerechtes Leben zu führen? Das wollen wir wissen, damit wir auch uns danach richten können. Das Wandeln mit Elohim ist ein Bild, mit dem die Schrift das Leben seiner Kinder beschreibt. In Galater 5,16 heißt es: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Kolosser 2,6 sagt uns: Wie ihr nun angenommen habt den Meister Yeshua Mashiach, so wandelt in ihm. Und dann in Micha 6, Vers 8 lesen wir: Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert Jahwe von dir? Als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Elohim. Das ist allerdings eine Entscheidung, eine Verpflichtung, die man selbst treffen muss. Jeder einzelne von uns, wir können es nicht für einen anderen tun, sondern wir müssen selbst entscheiden, was wir tun möchten. Ob wir den Schöpfer, dem, der uns das Leben gibt, folgen, in seinen Wegen wandeln oder ob wir uns an die Seite von Satan stellen. In Amos 3,3 finden wir einen interessanten Vers, der uns einen wichtigen Aspekt beim Wandeln mit Elohim verdeutlicht. Da heißt es: Wandeln wohl zwei miteinander, es sei denn, dass sie übereingekommen sind. Mit Elohim zu wandeln bedeutet, mit ihm eins zu sein, die gleichen Wünsche und Ziele zu haben. Wir setzen unsere ganze Kraft ein, um dasselbe Ziel zu erreichen. Wir sind mit ihm im Einklang. Wie es in 1. Johannes 2,6 heißt: Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Jakobus 4,4 sagt: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Elohims Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Elohims Feind sein. Noah wandelte nicht mit der Welt, er wandelte mit Yahweh. Er war ein Mann, der alleine in einer gottlosen Kultur stand. Er wurde verspottet, weil er die Arche baute, zumal es noch nie zuvor auf Erden geregnet hatte. Dennoch war er treu in dem, was Elohim von ihm verlangte. Im Glauben stand er allein und war Jahwe in allem gehorsam und weigerte sich, der Welt Gehör zu schenken. Und genauso müssen wir es machen. Genauso wird es von uns verlangt. Von denen, die nicht mit Jahwe wandelten, heißt es in 1. Mose 7,23: Also ward vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh und das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel. Das ward alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem Kasten war. Das ist Gerechtigkeit. Am Ende der Welt wird es Gerechtigkeit geben, und das ist die gute Nachricht für uns. Denn es heißt darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Als die Tür der Arche von Jahwe selbst geschlossen wurde, war die Zeit der Gnade vorbei. Und das Urteil wurde vollstreckt. Da gab es keine Rückkehr, da gab es keine zweite Gelegenheit. Und dann heißt es in der Schrift: So wie es zur Zeit Noahs war,
wird es auch am Ende der Tage sein. Und wir leben heute am Ende der Tage. Die 6000 Jahre sind voll oder fast voll. So, wir wollen uns dies zu Herzen nehmen, was damals geschah, wird wieder geschehen. Die Tür der Gnade wird wiederum geschlossen sein, aber dieses Mal für immer. Gegenwärtig steht die Tür der Gnade noch für jeden von uns offen. Ich denke an Mose, seine Bitte in 1. Mose 33, 18, die er an den Schöpfer stellte. Er sagte, so lasse mich deine Herrlichkeit sehen. Dann lesen wir in 2. Mose 34, die Verse 6 bis 7. Und Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber, also vor dem Angesicht von Mose, und rief, Jahwe, Jahwe Elohim, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da bewahrt Gnade in tausend Glieder und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde und vor welchem niemand unschuldig ist, der die Missetat der Väter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Mose, als er diese Worte hörte, war überwältigt von dieser Herrlichkeit und beugte sich vor ihm nieder und betete Jahwe an. Nun habe ich die Frage, warum beugen wir uns nicht bereits heute vor ihm nieder, um Jahwe anzubeten, denn er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte, laut Psalms 103, Vers 8. Nun, die gute Nachricht ist, es gibt Rettung und Erlösung auf der einen Seite. Aber wir müssen auch daran denken, Vernichtung auf der anderen Seite. Die Wahl, auf welcher Seite wir stehen, liegt bei dir und bei mir. Der Zweck dieses Lebens, warum wir hier sind, ist es, sich zu entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Deshalb zögere nicht, diese Entscheidung zu treffen, und zwar bald. In 1. Mose 19 lesen wir die Geschichte von Sodom und Gomorra. Die Bewohner dieser beiden Städte waren so böse, dass Jeschua selbst auf die Erde kam, um die Dinge zu überprüfen und Abraham über seinen Plan zu informieren. Da in einer Bevölkerung von 120.000 Menschen, die damals in Sodom und Gomorra lebten, nicht einmal 10 Gerechte gefunden wurden, berichtet 1. Mose 19, 24, dass Jahwe Schwefel und Feuer aus dem Himmel regnen ließ, um sie alle zu vernichten. Nur Lot und seine beiden jüngsten Töchter konnten entkommen. Die Engel mussten sie an der Hand nehmen und sie herausziehen. Und das war wahrscheinlich nur wegen Abrahams Fürsprache. Selbst Lots Frau wurde vernichtet, weil sie nicht das Gebot der Engel beachtete. Sie drehte sich herum, schaute nach Sodom und Gomorra und wir wissen, dass sie zu einer Salzsäule wurde. Wiederum sehen wir zwei Lager. Die einen sind gerettet und die anderen verloren. Die Frage nun, in welchem Lager möchtest du sein? Auch wenn wir in Psalm 100, Vers 5 lesen, dass Jahwe gut ist und dass seine Barmherzigkeit ewig währt, sind seine Barmherzigkeit und Geduld Grenzen gesetzt, wie wir es in diesen beiden Beispielen gesehen haben.
Wir leben heute in einer sehr verdrehten Welt, in der alles umgekehrt zugeht. Dunkelheit hat Licht, das Böse hat das Gute ersetzt und Bitterkeit das Süße, um die Worte des Propheten Jesaja zu gebrauchen. Es ist eine verdrehte Welt, in der Sünden zu Rechten und Ungerechtigkeiten zu Tugenden geworden sind. Das Böse wird als persönliche Freiheit betrachtet. Wir könnten viel über die Verdrehung unserer Moral in dieser Kultur sprechen. Wir könnten über die verschiedenen Aspekte der Moral sprechen, die pervers und invertiert und verdreht sind. Wir leben am Ende der Zivilisation. Die Zeit läuft nach der Schrift aus. Es wird ein endgültiges Urteil nach 2. Korinther 15 geben, in dem es heißt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl des Messias, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Wir wissen, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt. Die Gerechten, die Geretteten und die Verlorenen, die Ungerechten. Aufgrund ihrer Entscheidungen wird die eine in die ewige Glückseligkeit und die andere in die ewige Verdammnis gehen, wo es zum Weinen und Zähneknirschen kommt. Das ist kein gutes Ende. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 heißt es, und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Es ist deshalb äußerst wichtig, dass unsere Namen im Buch des Lebens eingetragen werden, damit wir nicht im Feuersee landen. Deshalb ist es eine gute Idee, herauszufinden, was notwendig ist, damit unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Ich ermutige jeden, selbst in der Heiligen Schrift zu forschen, um die Antwort zu finden. Überlasse dies niemand anderen, keiner Kirche, keiner Glaubensgemeinschaft oder einem Prediger. Den Feuer- und Schwefelsee wird es wirklich geben. Das bedeutet dauerhafte, ewige Vernichtung. In Offenbarung 21,8 wird uns berichtet, wer in diesem Feuer- und Schwefelsee enden wird. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Greueln befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Denkt an den Titel dieser Präsentation. Hier ist er von der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, es wird schrecklich sein, dem lebendigen Elohim in die Hände zu fallen. Diese Strafe ist nur für die Gottlosen, also der Ungläubigen, bestimmt. Hier sind die Worte von Matthäus 13, die Verse 41 bis 42, die das Gleichnis von der Spreu erklären. Es heißt, des Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden versammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Weißt du, was es bedeutet, in einen Feuerofen geworfen zu werden? Zu dieser Zeit wird es ein ernsthaftes Weinen und Zähneknirschen unter denen geben, die gegen den König der Könige rebellierten. Und du kannst es selbst nachlesen in Matthäus 8, 12, 22, 13, 24, 51, 25, 30 und Lukas 13, 28.
Der Ausdruck Zähneknirschen kommt an mehreren Stellen in der Bibel vor und wird ausschließlich in Bezug auf das endgültige Gericht der Sünde verwendet. Das Zähneknirschen zusammen mit Weinen oder Heulen vermittelt, dass viel Schmerzen damit verbunden sind. Wir können wählen. Niemand wird gezwungen, gegen den König aller Könige zu rebellieren. Wir können wählen, den Bestrafungen zu entgehen, aber wir müssen handeln. Während noch die Möglichkeit besteht, überlegt ernsthaft, das Leben zu wählen, um nicht in den Feuersee geworfen zu werden. Das ewige Leben sowie die neue Erde und der neue Himmel sind Wirklichkeiten. Jeschua bittet dich, das Leben zu wählen. Vor langer Zeit flehte Jeschua in 5. Mose 30, 19 mit seinem Volk folgendermaßen: Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählest und du und dein Same leben mögt. Ja, es war Jeschua, der damals mit seinem Volk redete. Er war der große Ich Bin des sogenannten Alten Testaments. Möchtest du Beweise haben? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Elohim, und Elohim war das Wort. Das ist von Johannes 1, Vers 1. In Johannes 1, 3 und 4 heißt es: Alle Dinge sind durch dasselbe Wort gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. So, das meint Jeschua, war der Schöpfer. Er existierte lange bevor er in Bethlehem geboren wurde. Denn er sagte den Pharisäern ganz offen in Johannes 8, 58: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. In Offenbarung 1, Vers 8 sagte Jeschua von sich selbst: Ich bin das Aleph und das Taf, der Anfang und das Ende, spricht Jahwe Elohim, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der Apostel Paulus bezeichnet diesen Felsen im Alten Testament als den Messias, weil er schrieb, dass das ganze Israel, sie sind alle auf Mose getauft und mit der Wolke und dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise, also Manna, gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken und sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war der Messias. 1. Korinther 10, 2 bis 4. Und Jeschua sagte bereits, dass er das Brot war, das vom Himmel gekommen ist, somit gibt es keinen Grund, nicht zu glauben, dass er der Elohim des Alten Testaments ist. Der Elohim ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament derselbe. Er handelte mit Israel und später mit Juda, die Juden, auf eine Art und Weise, die uns hart erscheint. Aber für Elohim war es ein Weg, sie zur Umkehr zu bringen. Jahwe ist in allem, was er macht, gerecht. Und wir können nicht in Frage stellen, was unser Schöpfer macht und versuchen, ihm Rat oder Ratschläge zu geben. Egal, was Jahwe im Alten oder Neuen Testament getan hat, der Töpfer hat alle Rechte über seine Tongefäße. Und er hat uns noch nie um Rat gefragt, wie er das Universum führen soll. Das ist auch gut so, denn wir würden alles nur vermasseln. Denkt daran, der Engel, den Mose am brennenden Busch traf, war Jeschua.
Der große Ich Bin, über den Abraham sich freute, war Jeschua. Der Jahwe, der Mose motivierte, war Jeschua. Der Erlöser, der sie aus Ägypten herausholte, war Jeschua. Der Felsen in der Wüste war Jeschua. Die Tempelvision des Königs von Jesaja war Jeschua. Und Jeschua war derjenige, der ihnen das Gesetz, die 10 Gebote und die Tora gab am Berg Horeb. Und das scheinen viele Menschen zu vergessen. Jeschua ist derselbe Elohim im Alten wie im Neuen Testament. Denn der Vater hatte ja alles in seine Hände gegeben. Deshalb akzeptiere den wahren hebräischen Messias Jeschua HaMashiach als deinen Erlöser. Ich meine nicht den griechischen, von Menschen gemachten Jesus. Bekennt eure Sünden und aus Dankbarkeit und Liebe zu Jeschua. Haltet seine Gebote, seine Satzungen und Ordnungen. Es ist nicht schwer. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte 4,12, und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Und dieser Name ist Jeschua. Jeschua ruft heute noch die Menschen auf, zu ihm zu kommen. Jetzt ist noch Zeit. Nütze die Gelegenheit. Jeschua ruft dich nicht auf, einer von Menschen gemachten Religion, einer Kirche oder einer religiösen Gemeinschaft beizutreten. Er ladet dich ein, ihm dein Leben, dein Herz und deine Gedanken zu geben. Und lass dich durch Untertauchen im Namen Jeschua taufen. Wenn man nämlich Mitglied einer Konfession ist, kann man unmöglich einem, so spricht Jahwe, folgen, weil man sich den etablierten Glaubensbekenntnissen oder Lehren unterwerfen muss, auch wenn diese nicht mit der Schrift übereinstimmen. Weil das 2. Gebot befiehlt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 3. Den Traditionen, Lehren und Ideen der Menschen zu folgen, bedeutet anderen Göttern zu dienen. Hier sind die Worte von Yahweh an das alte Israel in Jeremia 7, 22 bis 23. Denn ich habe euren Vätern des Tages, da ich sie aus Ägyptenland führte, weder gesagt noch geboten von Brandopfer und anderen Opfern. Sondern dies gebot ich ihnen und sprach, gehorchet meinem Wort, so will ich euer Elohim sein, und ihr sollt mein Volk sein, und wandelt auf allen Wegen, die ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Oder die ermutigenden Worte Josuas in Kapitel 22, Vers 5 an die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse, als sie wieder nach Hause kehrten, nachdem sie ihren Brüdern bei der Eroberung des Landes halfen. Da heißt es, haltet aber nur an mit Fleiß, dass ihr tut nach dem Gebot und Gesetz, das euch Mose, der Knecht Jahwes, geboten hat, dass ihr Jahwe euren Elohim liebt und wandelt auf allen seinen Wegen und seine Gebote haltet und ihm anhanget und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Derselbe Ratschlag gilt der gegenwärtigen Generation. Nichts hat sich geändert. Er sagte in Maleachi 3,6, ich bin Jahwe und wandle mich nicht.
Shalom. Der Hauptversorger ist Yeshua HaMashiach, der uns die Weisheit gibt, diese Präsentation zusammenzustellen und der uns die Mittel dazu gibt, um sie fertig zu machen. Diese Präsentation wurde von mir zusammengestellt und auch vertont. Und wenn ihr mit mir in Verbindung kommen möchtet, bitte schreibt an malachi4.4@outlook.com oder geht zu meiner Webseite thefigtreegeneration.net oder thefigtreegeneration.com. Und wenn ihr mit dieser Präsentation einverstanden seid und ihr derselben Meinung seid, bitte gebt mir den Daumen hoch. Shalom.